Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung, braun gebrannt und schön anzusehen war. Bin ich denn ein Hund, dass du zu mir mit einem Stock kommst? Brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die ihm einfielen. Dann schrie er nur noch: Komm her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Doch David rief zurück: Du Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelischen Volkes. Ihn hast du verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben und ich werde dich besiegen. Er nahm einen seiner flachen Steine aus der Hirtentasche, legte es in die Schleuder und zielte und traf die Stirn des Riesen und der fiel um. Israel war befreit. Sie zitterten, wenn der Riese auftrat. Für den Oberkommandierenden und sein Heer schien der Sieg unmöglich zu sein. Sie alle starrten nur hilflos auf die Bedrohung, die Herausforderung. Die Stimmung im Lager der Loser ist immer unerträglich. Als David sich lediglich nach der Situation erkundigt, reagiert der ältere Bruder sofort aggressiv und beschimpft ihn und nennt ihn einen Blender und Angeber. Die Meinung der resignierten Mehrheit diktiert bis zu diesem Augenblick das Geschehen. Unglaube und Angst sind ansteckend wie Keuchhusten, nur viel verheerender in der Wirkung. Immer wenn der Hühner dieser Goliath auftritt, lösen sich die Schlachtreihen in Panik auf. Davids Aussage vor König Saul scheint schon etwas kesch zu sein. Wegen diesem Unbeschnittenen regt ihr euch auf? Lasse doch niemand den Mut sinken. Wo ist das Problem? Wir können, yes we can, wir können siegreich sein. Und die Antwort Sauls, des Herrschers, lautet: Unmöglich. Unmöglich. Auch du kannst nicht. Du kannst nicht. Du kannst nicht gegen den Philister kämpfen. Du bist viel zu jung. Der ist ein Krieger, erfahrenen Waffen von Jugend auf. Diese negative Einstellung ist eine Erfolgsbremse ungeahnten Ausmaßes. Wie oft habe ich das in der Seelsorge gehört? Viel zu jung. Man traut jungen Leuten nichts zu, aber ich habe letzte Woche eine Sendung gesehen, wo ein 23-Jähriger bereits Millionär ist. Durch seine Erfindung, durch seine Kreativität. Viel zu jung passt überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Viel zu arm. Viel zu ungebildet, viel zu wenig Beziehungen, viel zu schwach, viel zu alt. Auch das habe ich oft hören müssen. Viele warten nur darauf, dass der Spitzer abtritt. Der ist doch viel zu alt. Eine außergewöhnliche Person unterscheidet sich nicht durch den höheren IQ. Auch nicht durch das dickere Bankkonto oder den Titel oder das Alter, sondern durch die richtige PMA, Positive Mental Attitude, durch eine positive Glaubenshaltung, eine positive Geisteshaltung. Sie macht den Unterschied im Leben aus. David ist so ein Typ, von dem wir hier gelesen haben. Auf dieses Wort, du bist viel zu jung, lautete seine kraftvolle Entgegnung: Ja, ich habe noch gegen Goliath nicht gekämpft, aber ich habe die Schafe und Ziegen meines Vaters gehütet. Und da kam es vor, dass wir angegriffen wurden von Löwen und Bären. Ich habe gegen sie gekämpft, ich habe sie erschlagen. Und genauso wird es mit diesem Philister gehen. Die Herausforderung war neu.
aber nicht der Glaube, siegreich leben zu können. Ich kann mit meinem Gott über Mauern springen, so lautete Davids positives Glaubensbekenntnis. Die ihm angebotene Rüstung des Königs zog er glücklicherweise schnell wieder aus. Das heißt, David ließ sich nicht verbiegen, um zu imponieren. Er ließ sich nicht verbiegen, um schnelle Vorteile bei den Mächtigen einzuheimsen. Er blieb sich selbst treu, besonders im Überlebenskampf. David greift zu Bewährtem. Er geht zum Fluss und er holt sich 5 glatte Steine. Er steckt seine Schleuder ein und im Herzen hat er eine Riesenportion Gottvertrauen. Und als der Philister auf ihn zugeht, überschüttet er den jungen, schön geistigen Kämpfer mit Spott und Gelächter. Für ihn ist dieser David ein scheinbar naiver Kerl, der noch an Gott glaubt. Ein netter Schwiegersohn für manche Schwiegermutter, aber kein gefährlicher Gegner. Wer war der? Unmöglich! Schallt die bärige, höhnende Stimme des Riesen jetzt über das ganze Tal hinweg. Bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stecken zu mir kommst? Und David entgegnet ihm, du kommst zu mir mit menschlichen Waffen, mit großem Schwert, riesiger Lanze, gewaltigem Spieß, aber ich komme zu dir im Vertrauen auf den allmächtigen Gott, den Herr der Himmelsheere, das heißt Herr Zebaoth. Ich weiß, derer, die mit mir sind, sind mehr als derer, die mit dir sind. Du hast Gott gehöhnt und du hast Gott gelästert. Er ist der, der mir konkret Hilfe vom Himmel bringt. Heute wirst du besiegt werden durch mich. Und er greift zur Schleuder. Er zieht den Stein aus der Tasche. Er legt ihn ein, er zielt und trifft den Riesen genau an der Stirn und der fällt. Der staunende Königsbeobachter das Ganze aus der Ferne und er sagt, wessen Sohn ist der? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, genau so geht es. Die Zeit kommt. Manchmal musste man eine Weile drauf warten, aber die Zeit kommt. Das positive Glaube gepaart mit treuem, loyalem Einsatz Früchte trägt. Die Zeit kommt. Wer ist der? Wessen Sohn ist dieser junge Mann? Er wurde entdeckt. Wenn wir mit Gott auf der Sonnenseite des Lebens leben wollen, dann sollten wir einige Steine in die Tasche packen, um unsere Riesen zu besiegen. Ein Stein im Kampf gegen den Riesen, Undankbarkeit und Vergessen, das sind Riesen, ist das Erinnern. Ein Stein gegen den Riesen, Undankbarkeit und das Vergessen ist das Erinnern. Es ist interessant, in der Bibel zu lesen, dass die Patriarchen des Glaubens immer, wenn sie einen Sieg errungen hatten, in welcher Form auch immer, und nach jedem größeren Segen einen Altar bauten oder einen Stein setzten und ihn salbten mit Öl, der war geweiht. Sie wollten ein Denkmal setzen, um nie vergessen zu können, was Gott Gutes an ihnen getan hatte oder ihnen verheißen hatte. Sie kämpften gegen das Vergessen. Ein Beispiel ist der Erzvater Jakob. Ich muss den Text direkt lesen, der ist so gut. In Genesis 28, Vers 10 lesen wir, Jakob verließ Beersheba und machte es auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen auf und nieder. Oben auf der Treppe stand Adonai, der Herr, und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks.
Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Ich stehe dir bei, ich behüte dich. Wo du hingehst, bin ich bei dir und ich bringe dich heil in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Und Jakob erwachte, entsetzt blickte er um sich und sagte diese Worte. Tatsächlich, Gott wohnt hier an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Wie vielen Menschen geht es so? Gott ist ihnen so nahe und sie verstehen und begreifen es nicht. Sie empfangen Segnungen aus seiner Hand und sie sagen, toi, 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 oder Glück gehabt oder Schwein gehabt. Welch eine Beleidigung für den Allmächtigen, ihn als Schwein zu bezeichnen. Ich habe nicht gewusst, dass er hier ist. Er war entsetzt und dann nimmt er einen Stein, setzt ihn und übergießt ihn mit Öl. Und sag Gott, wenn du mich zurückbringst zu meiner Familie, ich verspreche es dir, hier wird ein Gotteshaus gebaut werden. Und ich werde von allem, was ich verdiene, den Zehnten dir weihen. Er hat einen Stein des Gedenkens gesetzt. Es gibt eine zweite Stelle, es gibt viele, aber ich führe nur zwei an. Josua, er zieht mit dem Volk durch den Jordan ins Land der Verheißung. Da sagt er zu seinen Leuten, 12 große Steine nimmt und baut hier einen Altar. Und sie sagen, wozu sollen wir hier einen Altar bauen? Dann sagt er, ich will, dass wenn eure Kinder hier vorbeigehen, euch fragen, was bedeuten diese Steine hier? Und dann werdet ihr euren Kindern sagen, welch große Dinge der Herr an uns getan hat, wie er uns hier trockenen Fußes hindurchgeführt hat. Wir sollten nie vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Kind und Kindeskinder sollten es hören. Das ist biblische Lehre. Vater und Mutter, nehmt euch Zeit für eure Nachkommen. Setzt euch mit den Kleinen abends ans Bett und lest ihnen eine biblische Geschichte vor. Eine der spannenden biblischen Geschichten, wo sie auch zuhören. Und dann legt ihnen die Hände auf. Und sprecht ein Segensgebet über euren Kindern. Es ist eine Investition in das Leben eurer Kinder, die ihr nie bereuen werdet. Ihr Großeltern, auch ihr seid aufgerufen. Ich kann mich gut erinnern, wie ich mich freute, wenn mein Großvater aus der damaligen DDR uns besuchte. Und er nahm mich auf seinen Schoß und erzählte mir die Geschichten, unter anderem auch diese von David und Goliath. Ich habe das nie vergessen. Es ist eine Richtschnur im Leben geworden. Viele Male habe ich beobachten können, welchen Unterschied es macht, wenn Eltern ihre Kinder segnen, mit ihnen beten, bevor sie einschlafen. Ich habe gehört, dass mein inzwischen verstorbener Freund Moshe und seine Frau Hilla einen Kasten hatten mit Gedenkzetteln. Immer wenn sie eine Segnung erfahren hatten, wurde das auf einen Zettel geschrieben und dann in den Kasten gelegt. Im Lauf der Zeit gab es eine große Ansammlung von Zetteln. Und sie meinten, sie hätten das auf Zettel geschrieben, weil ihre Wohnung viel zu klein wäre für so viele Altäre. Und immer wenn ein Riese auftauchte, eine Zeit der Entmutigung einsetzte, des Zweifelns, schütteten sie alle diese Zettel auf den großen Familientisch und lasen laut gemeinsam vor, was sie Gutes mit Gott erlebt hatten. Sie lasen über Siege und Segnungen vor und neuer Mut und neue Zuversicht kam und sie fingen an, Gott zusammen zu danken. Vergiss nie deine Segnungen. Vergiss nie deine Führungen, deine Hilfen. Setze Gedenksteine. Schreibe ein Tagebuch. Und geh mit offenen Augen durchs Leben. Bete zu Gott in der Frühe. Gott, du lässt mich nicht im Stich. Geh mit offenen Augen durchs Leben. Und immer wenn du etwas Gutes erfährst, schreib es auf. Du wirst sehen, wie sich die Dinge plötzlich anfangen zu multiplizieren. Es geht ihnen wie mit meinen Pflanzen im Garten.
Ich hatte da so eine Pflanze im Garten, die kaufte ich letztes Jahr an, die sah so kümmerlich aus. Ich sprach ihr zu, ich goss sie, ich düngte sie, aber es tat sich nichts. Und dann habe ich gesagt, die reiße ich raus und schmeiße auf den Müll. Und dann fiel mir die Geschichte von der Bibel ein, wo der Farmer sagt, ich gebe dir noch ein Jahr zu diesem Baum. Ich gebe dir noch ein Jahr. Wenn du im nächsten Jahr nicht kommst, bist du raus. Ich habe das mit meinen Blumen gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen. Klimatis, danke schön, meine Frau weiß Bescheid. Klimatis, ich hab's denen gesagt, ich gebe euch ein Jahr Zeit. Nächstes Jahr fliegt er auf den Müll. Und ich kann euch sagen, die blühen wie die Weltmeister in diesem Jahr. 30 Blüten an einem Stock. Wir sollten nie vergessen. Vergessen sollten wir die Fehler unserer Vergangenheit. Manche Leute kleben wie Kletten an ihren Fehlern. Und die werden wie Bleikugeln an den Beinen und Hintern ein fortkommen. Wir alle machen Fehler. Und wir müssen daraus lernen, selbstverständlich. Aber wir dürfen vergessen, weil Gottes Vergebung durch Jesus Christus total ist. Er vergibt uns nicht 70%, nicht 80%, nicht 95%. Die Bibel sagt, er dir alle deine Sünden vergibt und heilt deine Gebrechen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, das heißt erkennen und umkehren, dann ist Gott treu und Gott ist gerecht. Er weiß, wer wir sind. Und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Untugend. Es gibt eine positive Veränderung im Leben und wir werden frei von Lasten und von Lastern. Ich weiß, dass es so ist. Ein weiterer Stein im Kampf gegen das Monster, das uns das Leben und die Freude raubt, heißt Vergebung. Es ist eine harte Nuss, ich weiß das. Wir alle haben Schwierigkeiten, wenn wir richtig verletzt sind, einem Menschen zu vergeben. Das wusste auch schon der alte Petrus in der Bibel. Er war verletzt, er war ärgerlich, er war aufgewühlt und kam so zu Jesus gelaufen und wollte seine Meinung bestätigt sehen. Das Problem ist offensichtlich, er hat Schwierigkeiten zu vergeben. Er sagt zu Jesus, jetzt reicht's. Wie oft muss ich meinem Bruder noch vergeben? Ist 7-mal genug? Und ich kann das Lächeln im Gesicht Jesu sehen. Ich glaube, er hat einen großartigen Humor. Er sah Petrus an und sagte, nein, Freund, nicht 7-mal. 7-mal, 70-mal. Und er meinte damit nicht 490-mal. Er meinte einfach, vergib. Tu es um des anderen willen und tu es um dir selbst willen. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus anders über Vergebung dachte, nachdem er den Herrn nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal verleugnet hatte. Als er in den Abgrund seiner eigenen Seele geblickt hatte, war ein gebrochener Mann. Er war verzweifelt über sich selbst. Er verdammte sich selbst. Er hätte nie für möglich gehalten, dass er, Petrus, seinen besten Freund Jesus, dreimal verleugnen könnte mit den Worten, ich habe den nie gekannt, ich weiß nicht, wovon ihr redet, ich kenne diesen Menschen nicht. Er war an die Grenzen gestoßen. Und nach der Auferstehung traf er mit Jesus zusammen und erlebte die Liebe, die Großherzigkeit, die Langmütigkeit unseres Gottes, der ihm nicht einmal seine Verfehlung vorhielt. Jesus wusste schon ganz genau, wie sehr Petrus selbst gelitten hatte. Und er sprach Petrus die Absolution zu. Und die befreite die Beziehung, die ja furchtbar angespannt war, zumindest von Petrus Seite her. Und sie setzte Petrus frei. Und dieser jämmerliche Lappen, dieser Versager, wurde zu einem der großen, mächtigen Apostel der Urkirche. Wir alle sind abhängig von Vergebung, nicht wahr?
Warum fällt es uns dann so schwer, anderen Vergebung zu erteilen? Wie sollen wir vergeben? Wir sollten zunächst die Einstellung haben, dass wir vergeben wollen, auch wenn das etwas Zeit braucht. Und wir können beten, die Kraft zu bekommen, einem anderen Menschen zu vergeben. Aber wenn wir dann vergeben, wird jeder von uns erfahren, Vergebung ist etwas Wunderschönes, etwas Freisetzendes, Befreiendes, etwas Heilendes, etwas Frohmachendes. Menschen werden frei durch Vergebung, durch die Vergebung Gottes, wie auch untereinander. Ich erzähle auch heute Morgen eine Geschichte, die habe ich schon erzählt, aber ich habe keine bessere gefunden, die diesen Punkt illustriert. Er saß in den Staaten im Gefängnis, jahrelang. Er hatte seine Familie betrogen und enttäuscht. Die Familie hatte die Beziehung abgebrochen, Funkstille war eingetreten. Er wusste in seiner Zelle, er hatte Schmerzen verursacht und Schaden angerichtet. Er wusste, er hatte keinerlei Ansprüche auf erneute Familienaufnahme. So etwas lässt sich nicht einfordern und einklagen. Wenn jemand sagt, du musst mir ja vergeben, dann werde ich noch mehr wütend, oder? Kurz vor seiner Haftentlassung schrieb er einen Brief mit aufrichtiger Bitte um Vergebung. Und er bat die Familie, ihm eine neue Chance im Leben einzuräumen. Das Schreiben endete er mit dem Satz, wenn ihr mir vergeben könnt und ich wieder bei euch zu Hause sein darf, dann hängt ein gelbes Band ins Fensterkreuz. Wenn ich dann mit dem Bus vorüberfahre, werde ich schauen, hängt das gelbe Band im Fenster, kehre ich zu euch zurück. Sehe ich kein Band, fahre ich weiter. Und ihr werdet mich nie wieder sehen. Der Tag der Entlassung kommt. Der Ex-Sträfling steigt schweren Herzens in einen Bus. Er weiß, in wenigen Minuten wird sein Schicksal entschieden. Unruhig geht der Bus hin und her wie ein Tiger im Käfig. Einige Studenten sitzen im Bus, sie beobachten das. Sie sehen seine Nervosität und sie sprechen ihn an. Froh darüber, dass er mit jemandem sprechen kann, erzählt er in wenigen Sätzen die Geschichte. Und dann biegt der Bus in die entscheidende Straße ein. Nicht nur seine Nase. Viele Nasen drücken sich am Fensterblatt. Alle fiebern mit. Hängt das gelbe Band im Fenster oder nicht? Und dann bricht ein Jubel aus im ganzen Bus. Nicht nur am Fensterkreuz weht ein gelbes Band, nein, am Zaun, am Briefkasten, in den Bäumen, in den Sträuchern, überall flattern sie gelbe Bänder, gelbe Tücher, gelbe Tischdecken, Handtücher, Taschentücher. Die Botschaft ist eindeutig klar. Die Vergebung ist erteilt. Du darfst nach Hause kommen. So ist unser Gott. Er rechnet nicht auf. Er sagt, komm zu mir. Meine Arme sind offen für dich. Ich habe die gelben Tücher schon ans Himmelstor gehängt. Du darfst nach Hause kommen. Das ist Freude. Er vergibt uns nicht einmal, er vergibt uns nicht siebenmal, er vergibt uns nicht 70-mal. Gott vergibt uns auch nicht siebenmal, 70-mal. Ich habe festgestellt, ich habe die 490 schon überschritten. Und jedes Mal, wenn ich komme und spreche mit ihm, dann höre ich, wie er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du darfst nach Hause kommen. Die Tür steht weit offen. Vergib und vergiss. Du sagst, nee, vergeben ist gut, aber vergessen kann ich nicht. Vergessen heißt, absichtlich nicht mehr in Betracht zu ziehen. Ich entscheide mich. Ich will das nicht mehr sehen. Ich will es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr in Betracht ziehen. Ich vergebe.
Das ist willentliches Vergessen. Gott leidet nicht an Altersschwäche, dass er vergisst, aber er wählt zu vergessen. Die Bibel sagt, er wirft unsere Sünde ins Meer, hinter sich ins Meer, wo es am tiefsten ist, und gedenkt ihrer nicht mehr. Er vergisst. Freunde, wenn wir vergeben und vergessen und ihm vertrauen, dann werden wir das erleben, was der David erlebt hat. Plötzlich fließen uns Kräfte zu, von denen wir vorher nichts gewusst haben. Wir werden erkennen, dass der Herr an unserer Seite ist. Vergiss, was da hinten ist. Vergebe, jeder von uns lebt davon. Und glaube. Glaube öffnet neue Horizonte und wirkt Wunder. Wenn du mit dem allmächtigen Gott lebst, so wie David, in dieser intimen Beziehung, der war nicht vollkommen, der war weit davon entfernt, das macht mir Mut. Aber er kam zu Gott und er konnte entdecken, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen. Wir waren jung,